die Russen haben Kaviar mitgebracht. Das waren so die obligaten Geschichten. Ja, in 41 Jahren sind schon ein paar Dekaden vorbeigegangen. So, Garcia hat einmal begonnen. Vier Meter und 40. Über 4,40 Meter. Oh, glatt drüber. Wunderbar, schöne Leistung. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie fällt mir immer beim Stabhochsprung die schöne Geschichte ein von den Olympischen Spielen 1912, als Jim Thorpe in Stockholm Gold gewonnen hat und in der schwedische König. Ja, hängt ein bisschen mit dem Namen zusammen, kommt mir vor. Muss sein, dass du das so gut gemerkt hast. Das ist eine schöne Geschichte. Und der schwedische König zu ihm bei der Siegerehrung sagt auf Englisch: You're the greatest athlete of all. Und Jim Thorpe in perfektem Diplomaten-Englisch antwortet: Thanks, King. Es hat irgendwie was. War kein Fauxpas. Alles im Lot. 100 Jahre her in London hat ja dieser Bewerb 100. Geburtstag gefeiert. Yannick Garcia, 4,50. Übrigens, fällt mir an, die Stäbe waren es wirklich selten. Konzentrieren wir uns auf Dominik Sidlacek und seinen ersten Versuch hier. Wunderbar. 4 Meter. 4 Meter kommen in die Wertung. Angeschrieben ist, Nuller gibt es keinen. Was hat er erreicht in Götzis? 4,36 Meter. Letztes Jahr in der Halle ist er sogar schon 4,60 Meter gesprungen. So, und dann geht das hier mal gemütlich los. Die meisten Athleten. Hoffentlich nur ein Krampf. Ja, vielleicht ist das nur ein Krampf, aber Krampf wäre irgendwie anders. Wenn das nicht kriegt eine Achillessehne immer die Panik ist. Um die Achillessehne, ja. Oh, ja. Eduard Mikan. Ah, oje. Ah. Ja, ich fürchte fast, ja. Oh. Fürchte fast, das könnte die Achillessehne gerissen sein. Das tut dazu noch höllisch weh. Jetzt aber erster Versuch, 4,10. Dominik Sidlacek. Ups. Ja, nicht so ganz ideal natürlich hier die Konzentration zu halten, wenn vis-à-vis die Rettung aufmarschiert. Das nützt nichts, da muss er durch. Der Stabhochsprung ist nicht nur der längste Bewerb in Götzis immer, sondern auch eigentlich immer ein spektakulärer, was die Nebengeräusche betrifft. Vor Jahren da der Absturz des Brasilianers Quilin neben die Matte. Da ist sogar der Hubschrauber gekommen dann. Ja, war Thomas. Brutal. Der damals heruntergecrashed ist, ein bisschen zeitlich von der Stange, glaube ich. Also das wird ganz hoch hinaufgehen im Idealfall. Zumindest Top 15 aller Zeiten kann sie werden. Jan Däuber über 4,10 Meter. Stabhochspringen, der achte Bewerb im Zehnkampf, traditionell einer, der sich sehr, sehr lange hinzieht. Im Normalfall ist das der am längsten dauernde Bewerb für Eduard Mikan. War leider Gottes sehr, sehr rasch vorbei.
beim Anlauf zu seiner Anfangshöhe von 4,50 Meter. Ja. Dürfte vermutlich bei der Achillessehne was passiert sein. So, Wettkampfende für den Weißrussen. Der nächste ist draußen. Da waren es nur noch ungefähr 20. Schauen wir hin. Über die 40 Meter. 4,50 Meter, ja, da hat er viel Platz. Und allein bei diesem Versuch 20, 30 Zentimeter. Es gibt ja bei den Stabhochspringern die Möglichkeit, die Position der Latte, die überquert werden muss, nach vorne oder nach hinten schieben zu lassen. Dominik Sidlacek jetzt aber mit zweiten Versuch. Und der passt. 4,10 Meter übersprungen. So hat man da einen Spielraum von 80 Zentimetern, weil ähnlich wie beim Hochspringen, die einen stechen etwas steiler nach oben, kurze Bewegung über der Stange, und die anderen brauchen da etwas weiter hinten, erreichen erst etwas weiter Richtung Mattenende ihren Höhepunkt. Und da gibt es einen 80 cm Spielraum. Den Anlauf muss man sich selber abmessen, den Rest deponiert man beim Kampfgericht. Da gibt es die einen Grünen, die sind dafür zuständig, dass die Latte exakt auf der Höhe liegt. Und die anderen sind dafür zuständig, dass die Position sozusagen horizontal nach vor oder nach hinten geschoben wird. Garcia schon fleißig, früh in der Geschichte, 4,60 Meter. Es sind immer diese erschwerten Bedingungen, die die Kubaner stets gehabt haben. Darum haben sie fast alle ihre Bestleistungen zu Hause in Havanna aufgestellt. Aber wenn man dann zu Weltmeisterschaften etc. muss, sind oft nicht die eigenen Stäbe zur Verfügung. Natürlich stellt auch der Veranstalter hier Stäbe. Aber was bei Kugel, Diskus und Speer ziemlich problemlos ist, gestaltet sich im Stabhochspringen doch anders. Da muss man dann schauen, welcher Stab ist wie hart. Und 60, da haben wir den Führenden. Das war nix. Das sind so diese Momente, wo es wirklich ein Wellental der Gefühle ist. Da sonnt man sich nach 7 Bewerben gerade noch an der Tabellenspitze. Der war aber jetzt irgendwie im Kerain-Weitsprungstil, oder? Ja. Mehr seitlich als senkrecht. Ein Fritter. Und Shiro? Ja. 4,60 Meter. Toll gefüllt wieder die Kurve hier. Der genießt das Bad in der Menge überhaupt, gell, der Japaner. Ja, ja. Der hat Spaß. Schön langsam. So, nächster Versuch schon für Dominik Sidlacek. Die Latte liegt auf 4,20 Meter. Er hat sichtlich seine Anlaufschwierigkeiten. Das war schon beim ersten Versuch über 4,10 so. Insofern sind diese vielen frühen Versuche, dass er da jede Höhe nehmen will, keine Beschäftigungstherapie, sozusagen Kleffrustabbau nach dem Diskus werfen, sondern es läuft nicht rund. Jeremy Taibo. Und
Der zweitplatzierte Amerikaner bei seiner Anfangshöhe von 4,60 Meter. Bisschen getrippelt, aber sauber technisch über die Stange. Ja, natürlich im Schatten der Amerikaner, der großen Amerikaner Ashton Eaton und auch Trey Hardy, der leicht verletzt heute oder heuer auch seinen Start, seine Teilnahme beim Meeting absagen musste. Sind dann andere noch gar nicht so aufgefallen, wen es dort noch geben könnte. Und Jeremy Taibo, der meldet hier seine Anwartschaft durchaus an. Es bleibt also dabei. Ah, der hat funktioniert. Das war Michael Schraders Auftaktversuch über 4,60 Meter. Er ist in Anbetracht dessen, dass er ihm doch die deutlich beste persönliche Gesamtbestleistung im Zehnkampf zu bieten hat, immer noch mit in der Skorenjew über 4,60 erster Versuch. Das war es noch nicht. Der Russe hat sich das ein bisschen anders vorgestellt. 5,20 bei der Europameisterschaft letztes Jahr. 5,40 außerhalb des Zehnkampfs schon gesprungen. Der Xenia Grischan hat sich jetzt an die Spitze des Feldes gesetzt mit 46,69 Meter. Anna Tank. Italiener Stefano Cairoli. Eugene, das ist immer noch seine Bestmarke, letztes Jahr verletzt und heuer hier gut in Götzis dabei. Das ist Garcia. Das ist sein zweiter Fehlversuch für Garcia und das ist Versuch Nummer 2 von Dominik Sidlacek. 4,20 Meter, die braucht er unbedingt. Wieder gepatzt. Ja, mit dem Fuß gerissen. Ja, also wenn dann nur die 4,10 für ihn in die Wertung kommen würden, das wäre bitter, denn der Hochsprung, da gibt es richtig kräftig Punkte. Unterschied 10 cm mehr oder weniger macht 30 Punkte haben oder nicht haben. Und bei 4,36, die er letztes Jahr in Götzis geschafft hat, bei 4,10, 26 Zentimeter macht 75, 78 Punkte. Dann wäre er schon deutlich hinter seiner Durchgangsleistung aus dem Vorjahr zurück. Also die 4,20 braucht er. Rico Freimuth, auch zweiter Versuch für den Führenden. Und das ist wieder nichts. Blick auf die Hand, hoffentlich hat er sich da nichts aufgerissen. Das ist auch dann immer schmerzhaft und behindert unbeteiligt. Beim Limit von Ivano Tadic über die 800 Meter. Auch kein gültiger Versuch für Stefano Cairoli. Der macht hier drei ungültige bei 4,20 und damit kommen 4 Meter exakt für den Italiener in die Wertung. Nein, das ist bitter. Nach einem total missglückten Diskuswerfen auch eine ziemliche Pleite hier auch im Stab Hochspringen. 4,10 Meter kommen nur in die Wertung. Oh, das tut richtig weh. Das ist ein herber Rückfall. Ja, hat er schon Anlaufschwierigkeiten, zwei Sprünge gehabt, auch technisch alles andere als unsauber. Dann riskiert man natürlich auch nicht ganz sein letztes Hemd. Also so oder so waren das jetzt nach ganz starken ersten 6 Bewerben plötzlich ein echter Fadenriss.
Und es geht für Rico Freimuth. Der Führende im dritten Versuch über seine Anfangshöhe. Damit hätte er hier mal seine Chancen auf eine Top-Platzierung, vielleicht auf einen Top-3-Platz, voll am Leben. Ja, war klarer Versuch, zwar technisch alles andere als fein. Beim Stabhochspringen und Giordani Garcia, erster Versuch, 4,70 Meter. Oh, ja, da schaut er nochmal hinauf, aber passt alles. Ausgewackelt die Angelegenheit da oben. Gültig. Sie über 4,40, 4,50 und 4,70 im ersten, dazwischen 4,60 im dritten Versuch gequetscht, also bleibt er ganz gut im Bereich. Garcia 4,80 im besten Zehnkampf, eine Höhe noch, dann hätte er das. Jolek, der Pole, über 4,30 Meter. Die Höhe hat sich Jiří Sikora schon einen Fehlversuch erlaubt. Nushiro. Panna bei 4,70. Jan Däuber. 4,30 Meter gepackt hier. Wettkampf jetzt im Stabhochspringen, eine halbe Stunde alt. Es sind nicht mehr so viele dabei nach der Verletzung von Mikan. Eduard Mikan haben wir 11 Springer auf Anlage A und ja, man muss natürlich auch ein bisschen zweckoptimistisch sein. Er liegt zwar im Augenblick hinter seiner Marschroute zurück, vergleichswert Vorjahr, werden wir hier einen erfolgreichen Sprung von Kai Kazmierek über 4,70 gesehen haben. Aber Dominik Sidacek, 63 Zähler nach 8 Disziplinen. Hochsprungen wird eben bei 59.000 Punkten weggehen. Spörfen muss man schauen. Ja, gibt es auch nicht so viele. Während hier der Franzose Giuffre mal bei 4,40 sich vorstellt mit einem ersten Sprung und einem ersten Fehlversuch. Ja, mit jeder Disziplin 1.000 Punkte, dann hätten wir den 10.000er in der Theorie. Über 1.500 Meter wären das 3,53. Gibt's nicht. Das ist dann schon ein bisschen sehr herb. Spielt's nicht. Ist ja dann auch Ashton Eaton, einer, der außergewöhnlich schnell laufen kann beim Weltrekord 4,14, dafür 850 Punkte. Also im Regelfall ist das der Bewerb, in dem es am wenigsten Punkte für den Disziplinensieger gibt. Ushiro draußen damit, jetzt bei 4,70 Meter.
Für den Japaner kommen die 4,60 in die Wertung. Einfach die Spur unachtsam über die Straße gelaufen. Da gibt es keinen Zebrastreifen im Stabhochspringen. Jetzt der Franzose. Na. Ah, schade. So, 4,80 für Garcia, das wäre schon prima für ihn. Zu erkennen, technisch ist das gar nicht so schlecht, aber er scheint da ein wenig an den Grenzen auch angekommen. Ja, Dani Garcia hat ja ein bisschen mühsam bei ihm wieder begonnen nach zwei Disziplinen, speziell das Weitspringen immer schwach. Auf Rang 19, dann 17. nach dem Hochspringen 14. nach dem ersten Tag 12. nach dem Hürdensprint 8. Diskuswerfen war wieder weniger berühmt, da verliert er wieder was. Auf Position 11 derzeit. Der 26-jährige Kubaner. Rico Freimuth. Oh, der war aber stark. Das war ein guter erster Versuch für den führenden Deutschen mit 4,80 Meter. Ist da schon bis auf 10 cm an seine Bestmarke herangekommen. Und ein letzter Versuch für Gevre. Und auch der funktioniert. Jeremy Taibo. Die Höhe hätte er, das war natürlich eine Geschichte. 4,80, erster Versuch, nicht geschafft. Wohnt in Seattle. Besucht die Universität von Washington. 1, 3, 8, 5, das schwarze Gruppensieg. Bei diesen US-Meisterschaften 2013 einen zweiten Platz, für die er sich dann für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat. Trainiert in einer Gruppe mit Gunnar Nixon, der verletzungsbedingt hier auch nicht mit dabei ist, einiges umgestellt hat, einiges an Trainern gewechselt hat. Der hier so als Publikumsliebling war, so ein klassischer US-Boy, aber heuer leider auch nicht hier sein kann. Michael Schrader, 4,80. Ja, war natürlich zu sagen, muss Höhe für ihn auch. So, Rico Freimuth hat eine erste kritische Phase vor ein paar Minuten ganz gut überstanden, als er seinen dritten Versuch
gemeistert hat. Über 4,60 Meter, dann die 4,70 ausgelassen. Und das war ein prächtiger erster Versuch über 4,80. Ja, damit wird schon nicht so einfach sein, ihn von Platz 1 auch nach dem Stabhochspringen zu verdrängen. Was kann Rico Freimuth im Speerwerfen? Sehr wankelmütig, 56 Meter nur im Zehnkampf, 65 Meter hat er so schon mal geworfen. Und er ist eher bescheidener 1500 Meter Läufer mit Zeiten so 4,35, 4,37. Also, er ist zwar derzeit vorne, aber Topfavorit ist er wegen dem noch nicht. Der Brite John Lane. Ja, 4,80. Ja, starke Geschichte. John Lane im Vorjahr Rang 4 bei den Commonwealth Games, die in Glasgow ausgetragen wurden. 7.922 Zähler hat er erst auf dem Konto. Auf dem ersten Tag liegt er da auch noch deutlich zurück mit 204 Zählern. Aber er war im Hürdensprint und im Diskuslaufen schon deutlich besser. Und im Stabhochspringen waren es dort 4,90 Meter. Die sind ihm heute auch absolut zuzutrauen. Und dann gibt es zum Schluss Partie. Bittermild, der Belgier, 4,80. Auch er steigt einmal ins Geschehen hier ein. Also der junge Belgier als Bestleistung zu bieten, 5 Meter und 5 Meter im Zehnkampf, 5,20 Meter. Absolute Bestleistung. Und ein Fehlversuch von Körzen auf der anderen Anlage über 4,50. Aber Peter Wills hier, starke Vorstellung. Gerade eben eingestiegen, solider erster Sprung. Ilias Korenjev. So, nach dem Zittern und übersprungenen 4,60 im dritten jetzt. Aber von der Höhe her war hier, glaube ich, klar zu erkennen, dass dieser Mann weit über 5 Meter springen kann. Aber er hat noch ein paar technische Schwierigkeiten. Da ist er schlicht und einfach zu nah dran. Aber wird nicht sein, dass das Kampfgericht hier vergessen hat, die Anlage nach hinten zu fahren, sondern es ist bei ihm eine technische Unsauberkeit, die dafür sorgt, dass er ein bisschen zu spät dran ist mit dem Erreichen der Maximalhöhe. Sein achter Sprung bereits in der Konkurrenz, 4,80 Meter. Zweiter Versuch, diesmal auch gescheitert. Aber es lässt sich jetzt schon sagen, im Stabhochspringen, da ist nichts Dramatisches vorne passiert. Da haben all die Asse schon einmal angeschrieben. Sind natürlich noch nicht dort, wo sie hinwollen, aber sind schon ein paar Werte zu Buche. Leider schon beendet der Wettkampf für Dominik Sidlacek mit 4,10 Metern. So, Juniorenweltmeister Jerzy Sikora mit 4,50 da mal ganz gut dabei. Knappe 50 Minuten alt auch hier das Stabhochspringen und damit ist der Boris wieder an der Reihe. 800 Meter Lauf gerechnet, 10 Sekunden.
Das ist Kai Kazmirek, der sich hier mächtig gesteigert hat in den Stabhochsprung hinein, der auch ein bisschen Probleme gehabt hat mit seiner Anfangsphase in Bewerb Nummer 8. Aber mittlerweile liegt die Stange da hoch oben auf 5,10 Meter und das schafft er im ersten Versuch. Die Asse sind alle noch mit dabei, was die Stabhochsprungkünste angeht bei den 10-Kämpfern. Auch noch Ilya Skorenjev, der Russe, der schon 5,20 im Rahmen eines 10-Kampfs und gar 5,40 als All-Time-Best zu bieten hat. Michael Schrader auch noch mit im Geschäft. Das 3 Versuche für den vermeintlichen Favoriten hier nach dem Ausfall von Ashton Eaton, nach der Absage von Ashton Eaton. Und das ist hier Ilya Skorenjev mit seinem zweiten Versuch über 5,10 Meter. Tadelloser Sprung, glänzender Techniker im Stabhochsprung, der Russe in Michael Schrader, erster Versuch über 5,20. Der ist richtig frech hier unterwegs. Unglaublich starker Stabhochsprungbewerb für ihn. 4,60 im ersten, 4,80 im ersten, 5 Meter im ersten. Dazwischen hat er ausgelassen und auch die 5,10 hat er ausgelassen und steigt hier erst wieder bei 5,20 Meter ein. Und das wäre eine neue persönliche Bestleistung für den Vize-Weltmeister, der 5 Meter bei seinem besten Zehnkampf geschafft hat, wie auch heute. Und 5,10 Meter als absolut Bestmarke zu bieten hat. Also, er weiß ganz genau, damit alles auf eine Karte gesetzt. 2 Versuche maximal noch. Viel mehr war nie eingeplant. Spannend, um die Plätze zu werden. Michael Schraders zweiter Versuch über 5,20 Meter. Der war gut, der war richtig gut. Und das ist eine Höhe, die er noch nie bezwungen hat im Laufe seiner Karriere. Und wenn er das auch noch packt, dann wird er wieder weit nach vorrücken in den Einschätzungen. Blick Richtung Sieg hier im Zehnkampf in Götzis. Denn er kann sehr gut Speer werfen, 65 Meter. Und er ist auch ein prächtiger 1500 Meter Läufer, der so 4,20, 4,25 laufen kann. Einer Versuch hat er noch. Hochwertig. Es sind noch Cousin Nicolas noch nicht ganz außer Acht zu lassen, trotz großen Problemen mit dem Diskus. Und jetzt Versuch Nummer 2 für Kai Kazmirek. Oh, der war gut. Der war auch gut. Die Höhe hat er gehabt. Da bahnen sich auf alle Fälle noch 2 verheißungsvolle Versuche über diese Höhe an bei den beiden Deutschen. Über 5,20. Elko Sint-Nikolas hat es im ersten geschafft. Nils Pietermwils hat es im ersten geschafft. Die zwei sind noch länger mit dabei. Schauen Sie sich diese Höhe an. Ein super Versuch von Kai Kazmirek. Und auf der anderen Anlage Damien Warner. Da haben wir noch Pietermwils, der Belgier, der seine persönliche Bestmarke hier egalisiert mit diesem Sprung. Volle Vorstellung auch bei seinem Götzis Debüt, auch wenn er hier ganz vorne um den Sieg nicht mitfighten kann. Aber gibt auch für ihn starke Leistung. Genau 8000 Punkte geradeaus hat der Belgier bisher an Bestleistung im Zehnkampf gebracht. Damien Warner verzeichnet auf der anderen Anlage einen ersten Fehlversuch über 4,90. Der Kanadier nach wie vor mit dabei, trotz seines Blackouts im Kugelstoßen. Elko Sint-Nikolas, das war sein gültiger erster Versuch über 5,20 Meter und damit eigentlich schon über die frohe Kunde. Sie sehen das einbandagierte Handgelenk. Seine Verletzung, die vom Hürdensprint stammt, vom ersten Bewerb heute am zweiten Tag. Da ist ihm nämlich eine Hürde von Damien Warner in seine Bahn gefallen. Der gestürzt und hat sich verletzt. So, der nächste auch drüber über 5,20. Ilya Skorenjev, der Russe, mit dabei. Ein bisschen mühsam sich in diesem Wettkampf gekämpft. Anfangshöhe 4,60 Meter, 3 Versuche ausgelassen, dann 4,80 im zweiten, 5 Meter im dritten, 5,10 im zweiten, 5,20 im zweiten. Und er egalisiert damit seine Zehnkampf-Bestmarke im Zehnkampf. So, damit kann ich mich nicht erinnern, dass es das schon einmal gegeben hat, dass sich 3 Leute über 5,30 Meter Minimum versuchen dürfen in Götzis Bestmarke hier
aufgestellt von Erki Nohl im Jahre 2000, als der Este dann anschließend auch Olympiasieger geworden ist in Sydney. 5,55 Meter. Und Elko Sint-Nicolas in dieser Wertung an der vierten Stelle mit 5,36 Meter. Diese Höhe hat der Niederländer hier vor 3 Jahren geschafft. Zwischen noch Alexander Jurkow und Paul Terek aus den USA, die haben 45 geschafft. Und das ein gültiger Versuch von Peter Braun aus den Niederlanden, 94. Und der macht auch einen ganz starken Wettkampf. Wird sich bei ihm auch nicht ganz für ganz vorne ausgehen, aber der wird seine Bestmarke hier deutlich verbessern. Hat noch keine 8000 Punkte geschafft, der Trainingskollege von Trey Hardy. Das ist Michael Schrader, letzter Versuch, 5,20. Nein, geht sich nicht aus. Aber war vielversprechend seine Vorstellung hier beim Stabhochspringen. Und 5 Meter kommen für ihn in die Wertung. 5,10 hat er ausgelassen. Absolut okay. Mehr waren es auch beim besten Zehnkampf. Damian Warner. Hier haben wir noch einmal diesen Fehlversuch von Schrader. Der dritte, der war nicht so gut wie der zweite. Hat auch nicht gereicht. Damian Warner kämpft sozusagen noch darum, trotz des Nulles im Kugelstoßen dennoch 8000 Punkte zu erreichen. Hier in Götz ist absolut drinnen. Speziell, wenn er das hier noch packt. 94. Nein, geht sich nicht aus im zweiten. Damian Warner ist da auch schon ziemlich im Limit angekommen. 4,80 Meter. Bestmarke für ihn im Rahmen eines Zehnkampfs. Und das hat auch heute geschafft. Kai Kasmirek, dritter Versuch, 5,20. Auch nicht. Die beiden Deutschen sind jetzt hier draußen. Und Kai Kasmirek nimmt 5,10 Meter mit in die Wertung. Also 10 cm mehr. Und das ist wieder ein sattes Plus, denn es waren unter Anführungszeichen nur 4,96 Meter in seinem besten Zehnkampf. Zweite mit 9 Bewerben. Ah, der war gar nicht schlecht. Aber heute hat es noch nicht gereicht. 4,80 Meter kommen für Warner in die Wertung. Damit egalisiert er seine persönliche Bestleistung. Also Damian Warner, der wäre hier, ganz einfach gesagt, auf bestem Wege zu einem zweiten Sieg in Götzis nach der eiskalten Veranstaltung 2013, wenn da nicht dieser völlig unnötige Nuller im Kugelstoßen gestern passiert wäre im Bewerb Nummer 3. So, 5,20 Meter haben wir noch nicht allzu oft gesehen hier in Götzis. Nur 5 Athleten waren höher, jetzt haben wir 5,30. Und er packt das, der Belgier Nils Pittonwils. Reiht sich da ganz vorne ein. Und in Summe waren jetzt nur 4 Zehnkämpfer in der 41-jährigen Geschichte des Hypo-Meetings im Stabhochspringen höher oben wie er. Gratulation. Im Schwerwurf gibt es 2 Gruppen. Das werfen in der Gruppe W. Hans von Anfer, Jiri Sischora, Dominik Siegertek. Man gibt schon die Namensliste, via Stadionlautsprecher, wer aller wirft in Gruppe B beim Speerwerfen. Nils Pittonwils. Bei 5 Meter hat er gewackelt und gezittert und dann hat das Werksel richtig zu laufen begonnen.
Elko St. Nicholas. 5:30 hat auch er schon geschafft. Der erste war es noch nicht. Achtung, ein Fahrzeugruf. Das Auto mit dem Kennzeichen Feldbier MOFO2. Ein Silber Mercedes hat dem Auto eingebaut. Achtung, ein Fahrzeugruf. Ja, ziemlich deutlich gescheitert. Elko St. Nicholas. Schon beim Hinaufstechen. Jetzt kommt der Pieter. Die andere Anlage, die gehört jetzt ganz alleine Pieter Braun aus den Niederlanden, also Benelux-Veranstaltung derzeit. Zwei Niederländer noch im Bewerb, ein Belgier und dann noch mit dabei auch Ilias Korenjew aus Russland. Das ist Pieter Braun. Für den liegen jetzt 5 Meter oben, 4,90 einmal in der Halle. 4,76 im besten Zehnkampf und heute hier 4,90 kommen schon einmal in die Wertung. Er könnte noch einmal 30 Punkte draufpacken, denn genauso viel gibt es für 10 Punkte im Stabhochspringen. Ja, der Schwerpunkt der Gruppe B startet voraussichtlich um 15:40 Uhr. Also jetzt haben wir die Bestätigung bekommen, 5 Minuten verzögert, 15:40 Uhr, die erste Gruppe des Speerwerfens an der Reihe. Also jetzt in knapp einer halben Stunde, bis dann wird wohl auch das Stabhochspringen schon beendet sein. Ilias Korenjew, erster Versuch, 5:30 Meter. Ja, durchgelaufen und wenn er auf der Matte ist, ist es ungültig. Ja, geht schon langsam an die Substanz natürlich auch bei Korenjew. Und speziell im nächsten Bewerb, dann im Speerwerfen, ist noch einmal Explosivität gefragt. Im abschließenden 1500-Meter-Lauf seine Qualitäten als Masochist ein bisschen auch zur Geltung bringen sollte. Quälen können, und zwar sich selbst im Idealfall bis zum geht nicht mehr. Regina Breiner hat schon so schön gesagt. Also großer Fighter, genau wie er liegt mit 5:30. Wäre er fein dabei, sein Zweiter? Nein, der ist es auch nicht. Ja, bei Elko St. Nicholas wird schon schwierig, eine Punktezahl, das am Schluss Normallauf von 8.400 zu erreichen, nicht so ganz Selbstläufer. Michael Schrader hat da noch meisten Luft, hat heute vielleicht so 80 Punkte verloren, liegt jetzt 200 Punkte zurück. Ja, 8.450 in der Kategorie womöglich. Dann schauen wir mal bei Kai Kasmirek mit 5:10 und dem, was er so heute schon geboten hat. Knapp zurück, also auch so vielleicht 8:450. Das könnte ein enges Match noch werden zwischen Kai Kasmirek und Michael Schrader. Und dann Rico Freimuth. Der hat ein Plus sich herausgearbeitet, da wie dort. Und naja, aber schlussendlich läuft es auch bei ihm Richtung 8:4 hinaus. Und dann ist am schwierigsten einzuschätzen Jeremy Taibo im Finish. Aber jetzt hier Pieter Brauns, zweiter Versuch über 5 Meter. Der war besser wie der erste. Dieser Pieter Braun legt ja einen unglaublichen Wettkampf hin. Der hat jetzt in der 8. Disziplin schon 7 Bestleistungen gebracht. 7 Bestleistungen, also entweder egalisiert wie hier im Stabhochsprung Freiluft 4,90 oder verbessert. Nur im Hochspringen mit 2 Meter ist ihm das nicht geglückt. Dort war er im besten Zehnkampf auf 2 Meter und 3. Also wieder
sonst alles besser. 10,97 über die 100 Meter, 7,53 Meter Weitsprung, 13,97 Meter mit der Kugel, 48,49 über 400 Meter, Bestleistung dann auch, Hürden 14,25 und 42,80 mit dem Diskus. Und das ist der zweite Versuch des Russen, Skorenjew. Na, geht auch nicht mehr. Das wäre schon eine Riesenüberraschung, wenn der das jetzt noch irgendwie hinbiegt. Der hat schon einen ganz langen Wettkampf hier im Stabhochsprung in den Beinen. Und das geht an die Substanz. Seit er begonnen hat, Skorenjew bei 4,60. Ja, da sind sicher schon 1,5 Stunden vergangen. 3, 6, 8, 10, 12, 14. Versuch war das schon. 4,60 im dritten, 5 Meter im dritten. Keine Höhe im ersten geschafft. 4,70, 4,90. Das ist Peter Brauns letzter Versuch. 5 Meter liegen. Nein, das packt er nicht. Wettkampf hier mit beendet. Jetzt kann er sich ausrasten. 4,90 Meter für ihn in der Wertung. Also wenn er noch Finish auch noch so durchhalten kann, sind für ihn so um die 8.200 Punkte vielleicht sogar möglich. So, damit geht es hier um den Disziplinensieg in Gruppe 1. Peter Wils hat im Augenblick die besten Karten. Hat schon 5,30 übersprungen. Letzter Versuch für Elko St. Nikolaus. Ah, die Höhe hätte er diesmal gehabt, aber es bleibt bei übersprungenen 5,20 Meter für den Europameisterschaftsvierten aus dem Vorjahr. Vorher war er gar nicht hier. 2013 in Götzis nicht gefinisht und zweiter Platz 2012. Sehr knochen dieser Ilya Skorenjew. Der war auch nicht so schlecht, aber auch für ihn ist der Bewerb Nummer 8 hier erledigt und es bleiben 5,20 Meter in der Wertung, genauso viel wie bei seinem besten Zehnkampf. Also, das ist gar nicht so übel. Schauen wir mal, wie er liegt. Ja, so 8,350 in der Kategorie. Spitzt sich da wirklich die Situation ganz vorne ziemlich zu. Und es lässt sich jetzt anhand der bisher gezeigten 8 Ergebnisse. Und wenn man das noch ein bisschen dazu rechnet, was die Herrschaften schon geleistet haben im Speerwerfen und im 1500-Meter-Lauf, noch kein Favorit ausmachen. Ziemlich offen. Es sind nach wie vor 3, 4 Leute, vielleicht sogar 5, die hier den Sieg davontragen können. Vergessen wir nicht ganz auf Willem Körzen. Auch bei ihm sei mal schnell durchgerechnet. Ja, der liegt auch schon auf solche Höhen übersprungen. Eine war Alexander Jurkow. Sagen dreimal Paul Terek aus den USA. Ewigkeiten her, 2002, 2004 und der beste Erkinol im Jahre 2000. Erster Versuch. Ja, die Höhe hat er durchaus drinnen. Der war auf alle Fälle gut genug, um noch einmal hier sich zu versuchen. Angereist mit einer Bestmarke von 5 Metern im Stabhochsprung. 30 Zentimeter mehr, das macht einmal 90 Punkte allein in diesem Bewerb. Und während er sich hier
kurz wieder die Maschinerie herunterfährt. Ganz kurz mal durchatmen. 3 Minuten hat er wieder bis zum nächsten Sprung. Berät sich hier nochmal mit seinem Trainer. Wird auf der anderen Seite des Stadions schon mit Vorbereitungen fürs Speerwerfen begonnen. Zug Nummer 2. Oh, ganz knapp. Der war schon richtig gut hier. Tim Lobinger, übrigens der deutsche Stabhochsprung-Spezialist, hat einmal im Rahmen eines Zehnkampfs 5,76 Meter geschafft. Das ist Weltrekord. Und das gilt natürlich nur dann, wenn schlussendlich der Zehnkampf mit wenigstens 7.000 Punkten beendet wurde. Also geht nicht, dass da ein früher ein Sergei Bubka vielleicht noch einen Zehnkampf macht mit 4.000, 5.000 Zählern und nebenbei mal 6 Meter Stab hochspringt. Aber nein, schon vom Typus her kommt dieses Stabhochspringen sehr nahe vom Körperbau an die Idealmaße eines Zehnkämpfers heran. Da braucht man einiges an Muckis, aber auch turnerische Qualitäten, also Bewegungsqualitäten. Vom letzten Versuch noch schnell ein Interview bei Boris Kastner-Jecker. Ja, Dominik Distelberg ist hier. 20 Jahre alt, Europacup-Sieger. Aus dem vergangenen Jahr, aus der zweiten Division. Dort hat er diese 8.000 Punkte markiert. Nein, geht sich nicht mehr aus. Der zweite war vielleicht ein Stück besser sogar noch. Aber 5,30 Meter für Nils Bitonvils in der Wertung, der sich damit auch ordentlich wieder nach vorne schiebt. 19. war er nach 7 Bewerben und da geht es natürlich ein Stück weit nach vorne. Kein Thema. Also diesmal noch nichts, aber ein Versprechen für die Zukunft. Mit 22 ist man auch lang nicht am Ende seiner technischen Fähigkeiten. Und auf dem, was er da mit dem Stab zu zaubern vermag, da lässt sich drauf aufbauen. Das ist ein John Lane. Damien Warner 4,80 über seine Verhältnisse gesprungen. Garcia 4,70. Ja, und da kommt dann ganz hinten leider auch nur 4,10 Meter für Dominik Sidlacek, der damit hinter seine Marschroute zurückgefallen ist und der jetzt kämpfen muss um eine neue persönliche Zehnkampf-Bestleistung hier in Götzis. Gesamtklassement im Herren-Zehnkampf nach 8 von 10 Bewerben. Was hat sich vorne getan? Rico Freimuth hält die Top-Position. 44 Punkte vor Kai Kasmirek. Jeremy Taibo 74 Zähler zurück, Michael Schrader 123 zurück, Ilias Korenjew 126, Elko sind Nikolas 210 hinten, ja, das ist schon ein bisschen viel Holz und dann Peter Braun 217. Wenn man sich so anschaut, muss man sagen, 5 Mann noch realistisch mit den Möglichkeiten und Dominik Sidlacek an der 20. Stelle und addiert hat er im Augenblick 63 Punkte weniger als im letzten Jahr. So.